VBA mit Excel, hallo und willkommen zur Makroaufzeichnung und zwar hier zur relativen Aufzeichnung. In meinen Daten habe ich hier 6 Zeilen momentan und ich möchte mich hier irgendwo hinstellen und sagen, okay, bild mir mal die Summe dieser Werte daneben und daneben, rechts daneben, packt mir mal entsprechend die Bruttowerte mit 19% Mehrwertsteuer und die Werte dann auch nochmal gerundet. Also ich kann das ja einmal manuell machen. Ich klicke hier auf die Summenform, auf Summenzeichen. Der bildet die Summe der Zellen links daneben. So, und dann soll hier gerechnet werden mal 1,19. Na, ich mache das mal gerundet mit Runden auf 2 Nachkommastellen. Na, von diesem Wert hier mal 1,19 mit 2 Nachkommastellen. So, und zwar möchte ich das Ganze zudem nicht nur hier als Formel eingetragen, sondern Steuerung C, rechte Maustaste hier als Wert. Das heißt, hier darf sich gar nicht drin befinden, hier darf sich gar nicht drin befinden die Formel, sondern hier soll direkt der Zahlenwert ohne irgendeine Formel stehen. Ja, das Ganze mit einer Makroaufzeichnung und ich zeige erstmal einen falschen Weg. Und zwar stelle ich mich mal hier hin. Also in die Zelle, wo ich die Werte von rechnen möchte. Und ne, links daneben die Werte möchte ich haben. Und starte die Makroaufzeichnung. Das mache ich mal unten mit dem Schalter in der Statuszeile. Ich klicke hier drauf. Und was macht das Makro? Das nimmt mir Netto und Brutto. Soll das mir in 2 Zellen fügen? Gibt es dafür vielleicht eine Tastenkombination? Keine Ahnung. Ich rufe es mal mit Alt F8 erstmal auf. Soll mir gespeichert werden in diese Datei, damit es in dieser Datei zur Verfügung steht. Und eine kleine Beschreibung. Wer hat es erstellt? Und was macht das Ganze? Rechnet Netto- und Bruttosummen. Keine Formeln nachher. Okay. So, jetzt mache ich einfach Folgendes. Klicke mal auf Summenzeichen. Ja, dann nimmt er einfach die Werte von links daneben. Aha, B4 bis G4. Dann, ja, drücke ich die Tab-Taste. Dann springe ich in die Zelle links daneben und erzeuge die Rechnung, runden den Wert daneben mal 1,19, Semikolon 2. Ja, und drücke die Enter-Taste. Oder ja, bestätige mit dem grünen He mit dem Häkchen da oben. Das kann ich ja auch mit dem Häkchen bestätigt. Jetzt halte ich mal die Großschreibtaste gedrückt, markiere den Wert daneben noch. Steuerung C, Steuerung V und da wähle ich Werte einfügen. Okay, hat ja geklappt. Makroaufzeichnung beenden. So, jetzt lösche ich das hier mal. Jetzt stelle ich mich mal hier hin, ja, wieder in die gleiche Zelle und führe mit Alt F8 das Makro aus. Alt F8, da ist es. Klick auf Ausführen. Passt. Die Werte sind eingetragen, die Zahlen stehen drin. Wunderbar. So, das heißt, jetzt stelle ich mich mal hier hin und will die Formel haben. Die Werte, drücke Alt F8, klick auf Netto Brutto, klick auf Ausführen. Ups. Und irgendwie geht das nicht gut. Also, der hat sich, was hat er denn gemacht? Der hat sich hier zwar den Wertebereich links daneben genommen, aber als ich in die Zelle rechts daneben gewechselt bin, hat das System nicht erkannt, in welcher Zeile ich mich gerade befinde, sondern hat sich nur gemerkt, gehe in die Zelle I4. Das Ganze kontrolliere ich mal. Ich drücke Alt F11, schaue mir das im Makrofenster hier im VBA-Editor an. Das ist in diese Datei hineingespeichert worden. Da ist das Modul. In Modul 1 liegt das Makro. Und hier steht, gehe von der aktiven Zelle. Das hat er sich gemerkt. 6 Spalten nach links. Bis eine Spalte nach links. Das ist gut. Das hat er sich gemerkt durch das Summen, durch die Summe. Dann steht hier, ah, ist natürlich dann fatal. Geh in die Zelle I4. Da steht nicht geh ein nach rechts. Das hätte ich haben wollen. Das hätte relativ sein müssen. Hier ist der Fehler. Und hier steht dann auch, ja, nimm die Rechnung von der einen Spalte links daneben. Das habe ich ja gemacht. Ja, hat ja funktioniert. In der Formel funktioniert das also mit dem Spalten- und Zeilenmäßigen. Aber hier mit dem Selektieren, ja, mit dem Kopieren, da arbeitet der absolut. Und ja, von daher einmal Makro wegschmeißen, einmal löschen
das Ganze mal richtig gemacht. So, hier gelöscht. Ich stelle mich in diese Zelle. Starte das Makro. Ich nenne es mal Makro, na, Makro nochmal Netto Brutto. Kommentar spare ich mir, kommt später. Klick auf OK. Und bei Entwicklertools klicke ich gleich auf relative Aufzeichnung, also dass er sich merkt, wo ich stehe und ausgeht von da, wo ich stehe, in welche Richtung ich mich bewege. Ich möchte bei Start, möchte ich auf Summe klicken, ne? Nimm die 6 daneben, das hat er ja gerade auch gemacht. Dann drücke ich die Tab-Taste und was er gerade sich gemerkt hat, war, dass ich in die Zelle E4 gehe. Jetzt merkt er sich, dass ich einen nach rechts springe. Gut, die Formel, das hatte geklappt, ne? Runden des Werts links daneben mal 1,19 mit 2 Nachkommastellen. So, bestätigt. Beide Zellen genommen, Steuerung C gedrückt, Steuerung V gedrückt und Werte eingetragen. Das Ganze jetzt gestoppt. So, gucken wir mal bei Entwicklertools. Die relative Aufzeichnung ist noch aktiv. So, schauen wir mal in die Praxis. Gucken wir hier, stelle ich mich hier hin. Das ist die Summe von 102. Also müsste hier gleich eine 102 stehen. Schauen wir uns das mal an. Alt F8. Da ist das Makro. Ausführen. Klick. Hier steht die 102. Hier steht der Wert. Stimmt das auch? Gleich 102 mal 1,19. Tatsächlich stimmt. Ich stelle mich hier hin. Führe das Makro aus. Alt F8. Makro, da ist es. Ausführen. Na, ja, das sind 112. Gucken wir mal in den Code hinein. Alt F11. Ah, und jetzt steht hier das Ganze relativ. Also, ich habe ja in einer Zelle gestartet, ich habe da hingeklickt. Gucke links 6 Spalten bis links eine Spalte, nimm den Bereich, davon bilde die Summe. Dann Offset, von da, wo du stehst, 0 Spalten, 0 Zeilen nach unten, 0 Zeilen nach oben, aber eine Spalte nach rechts. Den Bereich wählst du aus und gehst dann eine Spalte nach links und rechne es mal 1,19 mit 2 Nachkommastellen. Dann, ja, wähle den Bereich bis 1 links aus. Ne? Select bis 1 links. Dann, ja, kopiere den Bereich und füge die Werte ein. Ja, wunderbar, funktioniert. Hier müsste ich jetzt noch kommentieren, der Vollständigkeit halber. Das heißt, ich kann mich auch irgendwo anders hinstellen. Ich nehme ein ganz neues Blatt, trage hier irgendwo weiter rechts 1, 2, 3, 4, 5, 6 Werte ein, stehe hier, das ist die Summe 25, stelle mich hier hin, Alt F8, Makro Netto Brutto ausführen, Summe 25, macht Brutto 29,75. Ja, der ist jetzt natürlich darauf getrimmt, den Bereich links daneben zu nehmen. Das müsste man jetzt entsprechend natürlich auch noch relativieren, aber gut, fürs erste Makro soll das mal reichen. Was ist, wenn diese Datei geschlossen ist? Ich speichere die mal. Oh, ich speichere die, muss sie aber natürlich speichern als XLSM-Datei jetzt, also als Datei, die Makros beinhalten darf. Klicke jetzt auf Speichern. Sollte das Makro permanent zur Verfügung stehen, würde ich das natürlich dann in die Personal XLS-B-Datei speichern. Oder würde ich das hier als Schaltfläche immer haben wollen in der Datei, müsste ich das Ribbon programmieren. Dazu gibt es hier auch Tutorials, die Menübandprogrammierung. Ja, ein weiteres Makro, das war das 300. Excel-Video. Viel Spaß noch bei den anderen Tutorials. Bis später.